raus! Hallo Freunde! Hallo. Ich bin auf dem Weg zu Fanny, dem Spielhaus! Seid ihr dabei? Oh, ja! Na, dann geh nach und volle Kraft voraus! Vicky, schieb uns die Schwebegutsche hoch und schon geht's los! Los, bringt uns ins Spielhaus, Mickey Maus! Hey, hallo Freunde! Heute haben wir eine ganz besondere Überraschung für unseren Freund Fanny. Ein Picknick! Ich habe ein Körbchen voll mit Leckereien. Ich habe eine Picknickdecke, auf der wir sitzen können. Dein Hut gefällt mir, Minnie. Danke, Daisy. Das ist ein Sonnenblumenhut, falls wir in der Sonne sitzen. Daran habe ich gedacht, Minnie. Ich habe einen schattenspendenden Sonnenschirm mitgebracht, damit wir geschützt picknicken können. Und ich habe... Entschuldigung, Donald. Ja, sieht aus, als wäre der Sonnenschirm auch ein Schutzschirm. Ja. Wow, was ihr alles mitgebracht habt. Wartet, ihr wollt es doch nicht etwa wegschmeißen, oder? Nein, Fanny. Das haben wir alles für dich mitgebracht. Als Dankeschön, weil du so ein guter Freund bist, gibt's heute ein Überraschungspicknick. Ein Picknick? Oh, das klingt großartig. Was ist ein Picknick? Hast du etwa noch nie ein Picknick gemacht? Nein, ich glaube nicht. Ist das etwas zu tun oder zu essen? Naja, beides. Man sitzt draußen zusammen mit Freunden und der Familie. Im Grün. Und man bringt was Leckeres zu essen mit und verbringt den Tag zusammen und hat Spaß. Das klingt fantastisch. Oh, Fanny, deine Stimme klingt heute ein bisschen anders. Stimmt was nicht? Oh, mir geht's gut. Mein Dachboden ist nur etwas verstopft. Kommt doch rein, dann gibt es Picknick-Spaß. Und wie macht man ein Picknick? Naja, zuerst mal sind alle Freunde zusammen. Hey, wo ist Donald? Das sind ja Güte, unser Picknick. Oh, du liebe Güte, haben wir etwa schon angefangen? Oh, das macht ja solchen Spaß. Oh, nein, noch nicht. Donnerwetter, Fanny, ein Picknick beginnt erst, wenn man einen Ort dafür hat. Richtig. Und weil es dein erstes Picknick ist, suchst du aus, wo wir es machen. Oh, na gut, ich denke nach. Als kleine Entscheidungshilfe, Fanny, dort muss es warm und sandig sein. Fanny sucht sich bestimmt einen Ort aus, wo es ruhig ist und der Mond scheint. Freunde, das entscheidet Fanny. Und die Treppe nach irgendwo bringt uns dorthin, wo Fanny sein will. Und, bist du bereit? Ich glaube schon, es kann losgehen. Mir nach, Mickey. Hoch, hoch, die Treppe ganz hoch, die führt uns nach irgendwo. Fanny weiß, wohin es jetzt geht, die Treppe hoch nach irgendwo. Stufe für Stufe! Hoch, hoch, die Treppe ganz hoch, sie führt uns nach irgendwo. Fanny weiß, wohin es jetzt geht, die Treppe hoch nach irgendwo. So, Fanny, wo möchtest du denn dein Picknick machen? Herrje, es gibt so viele Möglichkeiten. Minnie möchte Mondlicht, Donald möchte Aussicht und Daisy möchte ein sandiges Haar. Grau. So gehen wir normalerweise nicht durch die Abenteuertüren. Ach, findest du? Tut mir leid, Freunde. Mein Nieser hat mich plötzlich überrascht. Und mich was? Entschuldige, Donald. Also, wie ist mein Picknickort? Naja, ich wollte ein sandiges Plätzchen, aber ich hätte sagen sollen, gehen wir an den Strand. Was soll's, machen wir das Beste daraus. Fang, Donald! Ach, dumm gelaufen. Oh, mein Hut! Keine Sorge, das kriegen wir schnell wieder hin. Ich kann... Spaß über Böslein. Hey! Hey, da bist du!
Wie wär's, wenn wir stattdessen Marshmallows rösten? Donnerwetter! Etwas zugeröstet. Hey, hier drüben, Vicky. Ich glaube, ich habe etwas Sand in meiner Burg. Oh, ist schon gut, Fanny. Vielleicht finden wir ein kühleres Plätzchen für unser Picknick. Tja, was ist kühler als ein bisschen Wasser? Zeit fürs Schwimmen! Hey, dieses Wasser ist ganz schön sandig. Entschuldige, Goofy, hier ist gar kein Wasser. Manchmal, wenn es super heiß ist, glauben deine Augen, sie sehen was, das es gar nicht gibt. Das nennt sich... Oh, das nennt sich... Oh, wie nennt sich das noch? Eine Lüge. Eine große Lüge. Nein, Daisy, das nennt man Fata Morgana. Das ist eine Lüge für deine Augen. Du siehst etwas, was es nicht gibt. Das stimmt. Eine Fata... Habt ihr mir ein Sandwich aufgehoben? Ich bin bereit für das P... Ist euch auch aufgefallen, dass Fanny heute etwas anders ist? Ja, mir schon. Normalerweise gehen wir durch Fannys Türen. Jetzt werden wir zu verschiedenen Orten genießt. Das ist schon merkwürdig. Oh je! Ich helfe dir, Daisy! Quackers, ist das kalt hier? Keine Sorge! Ich habe mein Campingöfchen mitgebracht. Das wird uns aufwärmen. Was kochst du da, Goofy? Das riecht ja köstlich. Ja, da hast du recht. Hey, Augenblick mal. Ich koche noch gar nichts. Wow! Ein gerüsteter Yeti ist hinter uns her. Tut mir wirklich leid, lieber Yeti. Ich wusste nicht, dass du da warst. Er war gar nicht hinter uns her. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das ist der Teil, wo wir alle schreien, nicht wahr? Jetzt könnten wir Fanny gut gebrauchen. Fanny, klopf, klopf. Oh, wer ist da? Schlechter Zeitpunkt für Scherze. Schlechter Zeitpunkt für Scherze? Wer, ich verstehe. Geht's dir wirklich gut? Ich glaube schon. Na dann, wie sieht's aus? Kannst du uns von hier wegbringen? Natürlich. Vielleicht irgendwohin, wo der Mond scheint. Etwas Mondlicht kommt sofort. Kälten und Schleifen. Als ich um Mondlicht gebeten habe, dachte ich nicht, dass wir auf dem Mond landen. Das kann nicht sein. Wer ist da? Das ist so besser. Du hast recht, Micky. Irgendetwas stimmt nicht mit Fanny. Ja, ich mach mir Sorgen. Wo ist Fanny überhaupt? Ich bin hier. Ihr habt recht. Mir geht's nicht gut. Oh je, Mini, das ist ja schrecklich. Warum hast du denn nicht was gesagt? Oh, ich war so aufgeregt wegen des Picknicks. Ich dachte, wenn ich nicht darüber nachdenke, wird es schon gut gehen. Aber so ist es nicht. Hallo! So schlimm war es gar nicht. Ich kann nicht aufhören zu niesen. Reihe hat uns den ganzen Tag verdorben. Ach, ist nicht so schlimm, Fanny. Ja, wir helfen dir gern, dann wird's dir besser gehen. Du musst nur was sagen. Hey, habt ihr das auch bemerkt? Immer wenn Minnie nah bei Fanny ist, gibt's einen riesigen Nieser. Oh je, ich glaube, Fanny muss wegen meines Sonnenblumenhuts niesen. Genau, du hast recht. Hey, Teddy!
Teddy, kannst du Minis Hut bitte nach draußen bringen, bis es Zeit für uns ist zu gehen? Danke, Teddy. Ist das besser? Wow, ja, das ist viel besser. So, jetzt, wo du nicht mehr niesen musst, bist du bereit, ein Picknickplätzchen auszusuchen? Ja, aber natürlich. Und los geht's. Oh, wow, was für ein tolles Picknick. Ja, da hast du recht, Fanny. Ich bin froh, dass du nicht mehr niesen musst. Was für eine wunderbare Idee, das Picknick genau hier zu machen, im Spielhauswald. Danke, dass ihr mir alle geholfen habt, rauszufinden, warum ich so viel niesen musste. Ihr seid die besten Freunde aller Zeiten. Wow.